was bringen Sie heute? Du, im zweiten Lauf der Grimi am 8. Mit dem Hans-Jörg Felmi. Das sehe ich so gern. Er hat irgendwie etwas von mir, finde ich. Findest du nicht auch? Geht bis um 10. Noch kommt der Matsch im Schweizer. Schalten wir aber um, hey, am 10. Haben wir noch Salzstängeli? Hört nicht. Schieblig in den Ohren. Die. Gesundheitsmagazin. Schönheitschirurgie heute. Du! Im dritten bringen Sie Gesundheitsmagazin Schönheitschirurgie heute. Am 9. Das wäre doch noch etwas. Das also nicht wegen mir. Ich denke, die können es interessieren, nicht? Mich interessiert heute Abend nur Engelbert. Engelbert, auf den warte ich schon seit Wochen. Ja, wieso? Ist das ein Krimi? Paul, du kennst doch Engelbert. Engelberg. Natürlich kenne ich Engelberg. Das haben wir letztes Jahr in der Ferien gesehen. Ja, aber ja, wieso bringen die Ländler oben von dort? Das habe ich gar nicht gelesen. Die bringen die... Ja, da im Schweizer. Feierabend. Ja, du, das wäre noch etwas, du. Der Zinsli. Und das Jodlerclub, der Alpenrosen Jodlerclub spielt. Und der Zinsli. Du, Paul, der hat ein Sechs in der Stimme. Da schmelz ich hin wie ein Emmentaler. Der jodelt doch nicht. Der spielt doch Handorgel. Das ist mir ganz egal, was der spielt. Hauptsache, er singt. Habe ich noch nie gehört singen. Der spielt doch Handorgel. Nein, Paul, der spielt doch keine Handorgel. Der singt doch. Ja, hast du jetzt da schon einmal singen gehört? Hä? Also, ich habe ihn immer nur singen gehört. Und schön sieht er aus in seinem Smoking. Und dann was? Diese schönen männlichen Hände mit den Ringen. Und das Rüschenhemdli, das der immer anhat. Das Rüschenhemdli. Das ist doch ein Sennekitteli. Hätte doch immer so ein blaues Sennekitteli an. Das ist ein sympathischer Kerl, nicht? Du kennst ihn ja. Grau meliert mit der Nickelbrille. Was? Ja, ja. Seit wann hat er eine Nickelbrille und grau meliert? Der hat doch so schöne, dunkle, gewellte Haare. Der Zinsli ist grau und spielt Handorgel. Ja, und der Engelbert ist dunkel und singt. Ja. Paul, gib mir doch mal die Fernsteuerung rüber. Das Wetter heute im Norden bewölkt und im Süden... Lampi, und Sie haben morgen die perfekte Frisur. Dort unten muss es sein. Schalt mal die Scheinwerfer ein. Die Lage in Moskau hat sich drastisch gebessert. Komm, wir legen uns unter die Palme. Und wenn dein Mann kommt? Der kommt nicht. Nein, warte, komm jetzt, schalt nochmal zurück da. Und letztes Ende da, was ist da gewesen? Nein, Paul, ich will jetzt Engelbert sehen. Jetzt. Hast du jetzt den Schnulzenhaini schauen da? Rumdruck weiter. Paul, sei still. Engelbert singt. Da kommst du halt jetzt um in Schweizer, der Zinsli kommt. Nein, ich will jetzt Engelbert singen. Paul, sei jetzt still. Ja, was ist das jetzt der Engelbert da? Nein, Paul, Engelbert. So eine Schnulze, Heini. Da komm, schalt jetzt um, du siehst so gut. Paul, lass doch jetzt. Oh Jesus. Da komm, gehen wir mal das Restchen rüber. Sei doch mal still, Paul. Mein Gott, hat der Mann schöne Zähne. Ja. Zähne wie Sterne am Himmel, so oben kommen sie raus. Wie der da steht. Der kann ja gar nicht anders. Dann haben sie doch den Stocken weggenommen. Und diese männlichen, breiten
Schultern. Ja, ja, Grundstück, wenn er einen Kleiderbügel hinten drin hat. Damit sie noch wieder besser können im Mottenschrank hängen. Die Stimme ist einfach umwerfend von dem Mann. Das ist doch Playback. Das ist doch Playback. Hast du das Gefühl, der singt live? Komm, hör mal. Sei doch mal still jetzt. Sei doch mal still. Du musst mir auch jeden Genuss verderben. Also was geht's jetzt da zu genießen? Was geht's jetzt da zu genießen? Also wenn's dir nicht passt, dann geh doch raus. Ja, komm, sag das noch einmal. Du. Komm, bring ihn einmal. Komm. Dann hau ihn aber gerade ins Rössli über, Jassen. Lass mir jetzt selber vor so einem Schnulzen ein in der Oben verderben. Du. Nein, noch schöner. Nein. Oh, der Mann wäre eine Sünde wert. Bitte? So, jetzt stellst du mir aber den Kasten ab. Du. Sofort, tut's mit. He. Paul? Du bist ja eifersüchtig. Was? Auf den Jockel? Sicher nicht. Du. Hör mal nur auf, eifersüchtig, hör mal doch auf. Du weißt ja gar nicht, was du daheim hast. Du. Das weißt ja du gar nicht. Jetzt schau mich doch einmal an. Schau mich doch einmal an. So wie der kann ich auch anders stehen. Breite Schultern habe ich auch. Bin ja jahrelang im Turmverein gesehen. Smoking habe ich auch im Kasten. Sei es selber ein Seppi Capello aus. Fliegen müssen sie auch nur umhängen. Nicht? Ja, was willst du noch mehr? Nicht, im Grunde genommen, los jetzt einmal. Ohne zu übertreiben. Nicht? Ohne zu blöffen. Ganz einfach und bescheiden. Im Grunde genommen sehe ich eigentlich schöner aus als der Engelberg. Nicht? Los jetzt, wenn ich dir wäre, wäre ich eigentlich stolz auf mich. Nein. Paul, komm, wir stellen den Kasten ab und gehen ins Bett. Ja, halt. Du, Zähne, ich hol den Matsch im Schweizer.